So, dann nochmal herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Ich bin zurück aus dem Urlaub und nun wird der DAX und der S&P 500 Index besprochen. Die anderen Indizes bzw. Basiswerte werden dann im Laufe der Woche hinzukommen. Diese zwei sind jetzt für mich wichtig. Erstmal der DAX will jeder wissen und der S&P ist jetzt hier wirklich der Leitindex, wo man in meinen Augen doch sehr schön dann die nächste Bewegung vorhersehen kann. Oder vorhersagen kann. Also zunächst einmal jedoch zum DAX. Hier hat der, wie vorher schon kurz erwähnt, ein größeres Abwärtsgap gerissen. Und unter dieser Marke liegt, oder an dieser Marke liegt auch der EMA 38 und der EMA 10. Hier unterhalb sollte es jetzt nochmal schön in den Bereich, ja, 9400 vielleicht kommen. Wieso? Weil eben auch der S&P 500 Index noch Korrekturpotenzial hat. So, aber natürlich kann sich der DAX ein bisschen abkoppeln. Eine Buy-Marke, wo man mit einer kleinen Position reingehen könnte, wäre ein Tagesschluss über, ja, 9000, schreibt man das hier rein, über 9800 Punkten, also ein Tagesschluss, Daily Close. Machen wir das so. Das heißt zwar nicht, dass er vielleicht direkt hier durchstarten kann, aber die erste Position, ja, mit einem schon mit 600 oder 550 Punkte Stopp, beziehungsweise unter das letzte Low wäre dann rund 350 womöglich. Also einen größeren Stopp muss man hier einplanen. Interessant wäre allerdings, wenn der DAX hier Richtung eben 9400 zurückfallen würde. Gut möglich auch nochmal auf 9300 Punkte Intraday. Eine wichtige Marke ist für mich noch 9350. Alles, was in diesem Bereich reinkommt, werde ich antizyklisch long handeln. Allerdings eben erst, falls es eben zu dem Rücksetzer kommen sollte, vorab werden keine Limits platziert. Und hier wäre wieder die Marke von 10.144 eben zu nennen, wo dann womöglich der EMA 200 den Kurs dann begrenzen wird im DAX. Schauen wir noch hier kurz eben das ältere Chartbild an, was man jedenfalls nicht, ja, allerdings eben auch beobachten bzw. nicht vernachlässigen darf, ist natürlich, dass es hier nur eine Korrekturbewegung hat und hier der DAX wieder den unteren Trendkanal erreichen könnte. Allerdings eben wie auch hier im anderen Chartbild geschrieben, gibt es ja hier mit Vorsicht Long, also über 9250 Punkten rund, also alles ein Tagesclose über dieser Marke. Präferiere ich das obere Szenario und unter 100 werde ich dann keine Long-Positionen aufnehmen oder antizyklische Long-Positionen, jedenfalls nicht vorab. Natürlich dann in unteren Zeitebenen kann immer mal wieder ein kürzer Long-Versuch dann gestartet werden. So, dann kommen wir zum S&P 500 Index. Hier zunächst einmal der Wochenchart. Hier habe ich eben auch nochmal den Trendkanal eingezeichnet. Und von hier aus sollte der Index jetzt die nächsten ein, zwei Wochen auf, ja, direkt auf die 2000er Marke natürlich auch zurückfallen. Aber ich denke eher, der wird schon leicht weiter oben drehen, bei 10.213, und dann wäre das hier wirklich ein schönes Long Setup, um dann nochmal für die nächste Aufwärtsbewegung, ein nächstes Hoch, ja,
bereit zu sein. Und davon zu profitieren. Hier in den unteren Zeitebenen läuft dann eben auch in diesem Bereich der 200. Der EMA 200 vorbei, also hier, es werden zwar dann nicht die nächsten Wochen, sondern in der nächsten Woche, dann Ende der Woche. Und klar kann es dann sein, dass Donnerstag dieses Level erreicht wird und am Freitag vielleicht noch eine schöne Umkehrkerze im Tageschart und dann auch gleichzeitig eine schöne Wochenkerze. Aber es kann sich auch noch ausdehnen bis zum, ja, bis Ende April. Hier gibt es jetzt noch kein spezielles, ja, Vorsicht, Long-Szenario, allerdings eben unten Wochenclose unter 10, unter 2000 Punkten wäre zunächst erstmal negativ, aber wird immer noch nicht dann das Chartbild besonders beeinträchtigen. Schauen wir noch im Tageschart, wo da der EMA 200 verläuft. Der läuft sogar auch bei 2008 Punkten etwa. Also hier läuft alles zusammen und deshalb sollte man eben knapp oberhalb, ja, 2013, 14 schon eine erste Long-Position eingehen. Also das sind jetzt hier meine präferierten Szenarien nach dem Urlaub, DAX und S&P mit Korrekturbedarf, dann Long auf ein nächstes Verlaufshoch, dann zu spekulieren. Wie gesagt, die anderen Basiswerte kommen dann im Laufe der Woche dazu. Öl, Gold, Silber. Im Gold war ja vorher schon besprochen, dass es noch läuft. Passt alles. Und die anderen kommen dann nach und nach hinzu. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Beziehungsweise dann am Montag im Laufe des Tages.